Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hope Lake. Ja, weiter geht's mit dem kleinen Rätselknacken und den Suchen von versteckten Objekten. Wir waren hier, okay. Und wo, was, wie, wer, warum, was sollten wir hier tun? Ich weiß es gar nicht mehr, es ist zwar noch nicht lange her, aber ich weiß es schon nicht mehr. Yeah, so, gehen wir auf den Kompass. Der sagt uns ja, wo wir noch irgendwas... Hier sollen wir noch irgendwas finden, beim Pool. Okay. Dann suchen wir doch nochmal beim... Bei Los Pulos. Achso, jetzt kommen wir hier beim... Ich kann dort nicht hinunter. Ich muss zuerst die Leiter reparieren. Naja, das lassen wir mal durchgehen, meine lieben Freunde. Denn da wieder rauszukommen, das könnte ja für eine Dame schon schwieriger werden. Okay, die Speiche könnte ich noch als nützlicherweise. Ich muss sie irgendwie abschneiden. Dann tu das. Ich weiß auch schon, wofür wir sie gebrauchen können. Yay. Gut. So, dann war da hier ja noch irgendwo. Was ist, da soll noch was sein. I see nothing. Ach ja, hier, das da ist ja noch nicht fertig. Gut. Oh, ja, jetzt kommen wir da, natürlich. Ganz praktisch. Oh, 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 hier, das hat kurz geleuchtet. Das ist gemein. So. Knack und Back und zack haben wir den Schlüssel und zack können wir rein. Internatschlüssel. So sieht es doch gut aus. Wunderbar. Ja, boarding school. Dieses Internat wirkt sehr sicher, weil ich möchte da unter dich lang gehen. Aber ich muss dahin, denn es leuchtet. Smüffelt. So, wir sollen wieder ein bisschen was suchen. Man könnte jetzt wieder das Spielchen machen. Wir gucken, was hier da zum Beispiel. Keine Ahnung, was soll man damit machen? Das blinkt zumindest. Ach, da steht Becher mit Wasser. Ah, das heißt hier, ne? Weil das Rote habe ich jetzt mal ganz schnell nachgeguckt. Ach, guck mal einfach mal. So. Eine Ballerina brauchen wir. Eine Ballerina habe ich auch schon gesehen. Einen Ball brauchen wir. Und kein Ball. Ich hätte gedacht, das ist der Ball. Ist ja der Ball. Ein Pixel daneben gedrückt. Komm, die Taschenuhr sieht so verdächtig aus. Sie ist aber nicht. Aber der Kugelschreiber. Auch nicht. Das auch nicht. Okay. Aber dieser, ein Mordmesser. Sextant. Kerzenhalter, Fernglas, Brille. Kommt die da? Auch nicht. Ich hätte gedacht, die ja. Aber der Löffel. Auch nicht. Gemein. Auch nicht. Interessant, dieses Bild ist mal ein bisschen anders aufgebaut, weil die Sachen, die hier wirklich so einen ins Auge springen und eigentlich sagen, das muss es sein, sind es nicht. So, das suchen wir mal weiter. Fernglas, Brille. Brille, komm her. Fernglas, Mikrofon, Kerzenhalter. Da. Stempel, Trompete, Augapfel. Ich hoffe, es ist ein Glas. Augapfel. Die Pfeife wäre auch so verführerisch, da war übrigens ein Sextant. Das sieht nach einem Augapfel aus. Ich hoffe, du. Fernglas. Schachfigur, die sieht auch so verführerisch aus. Wahrscheinlich müssen wir hier noch ein zweites Mal her zu diesem Bild. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ein Mikrofon. So eins habe ich hier auch gerade drin. So ein schönes altes. Natürlich nicht. Aber wäre geil. Die haben auch so eine schöne Charakteristik im Klang, finde ich. Aber das ist dann doch eher was, wenn man so irgendwie nostalgische Sachen machen will. So, dann war das. Jetzt fehlt noch der Stempel und der Kerzenhalter. Ja, das ist ja kein Kerzenhalter. Das sieht aus wie eine kaputte Kerze. Also ein Glühübstchen, um genau zu sein. Das könnte der Kerzenhalter sein. Da haben wir mal ein Thermometer. Stempel. Das soll kein Stempel sein. Hätte mich auch gewundert. Ach, das ist der Stempel. Na gut. Oh, super. Wir haben ein Auge. Ein braunes Auge. Schau mir in die Augen, Kleines. So. Jetzt mal hier. Ah! Guck einer, schau. L350. Och, wie nett. L350. Das heißt noch da. Nein. Hier, da möchte ich aber hin. Muss auch auf L umschalten. Emily Lynch, Jessica Bell oder Biel? Ne, doch Bell. Biel würde mit 2E, glaube ich. Sheila Green, Rosie Parker, Michelle Pierce,
Cates Heffried, Amanda Vincent Mary Atkins, die die Atkins-Diät entwickelt hat für ihren Mann, Olivia Brooks und Monica Wallace, die Nichte von Edgar Wallace. So, interessant. Und das ist übrigens die Tochter von Mel Brooks. Keine Ahnung. Du hast etwas gefunden. Ein Gewicht. Oh, ist das süß. Ja, das ist ja nur das. Alles klar. Jetzt habe ich die Namen und Fotos der Mädchen. Ich sollte versuchen, alle Schülerfotos und alle persönlichen Gegenstände zu finden und sie finden, die etwas Licht in diesen Fall bringen können. Vielleicht finde ich so heraus, was das alles mit dem Opferaltar, wie das alles mit dem Opferaltar zusammenhängt. Gut. So, da. Ja. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich glaube, da brauchen wir... Da hat sie doch mal ganz kurz eben. Ah. Okay, sie brauchen noch die richtige Telefonnummer. Ist in Ordnung. Wir schauen uns mal weiter hier unten um. Öffne die Tor. Guten Morgen, ich bin die Nachtschwester. Es ist wirklich früher Morgen. Es ist Samstagmorgen. Ich bin gerade so ein bisschen geierig auf das Spiel. Nehme das ja so jetzt jeden Tag so zwei Folgen auf, wenn ich es irgendwie kann. Ah. Da furzte uns ein Saphir heraus. Ist das schick. Die andere Hälfte der Sonne fehlt. Wir brauchen also noch hier eine Sonne. Okay. Du leuchtest einfach nur. Du bist kaputt. Da ist nichts. Da brauchen wir ja, irgendwas zu knacken. 5 Gems brauchen wir. Okay. Oh, schon wieder. Immer diese Puppen hier. So. Komm, du bist dein. Du aber. Okay, wahrscheinlich die Spielkarte. Da, Würmchen. Du hast keine Uhr. Gott, das soll ein Engel darstellen. Okay, da habe ich gerade noch einen Flügel gesehen. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die Schere könnte es noch sein. Das Eis sieht sehr... Wer lässt dir bitte so ein Eis liegen? Ja, was könnte jetzt... Türgriff. Okay. Bist du ein Türgriff? Nein. Du bist ein Brieföffner. Ein Türgriff? Ja, das ist jetzt die Frage, was man hier als Türgriff identifizieren möchte. Dann ich hätte erst eine Fernbedienung, aber das ist... Fernbedienung mit so einem komischen runden Dreh... Okay, könnte trotzdem eine Fernbedienung sein. Ja. Hallo? Yay, wir haben Türgriff. Okay, jetzt haben wir da eine Tür. Wir haben hier eine Tür. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt worden. Ich kann diesen Riegel wohl von etwas dünneren mit etwas dünnerem. Gut, gut. Gucken wir mal hier. Och, nö. Na gut, bewege die Teile des Schlosses so, dass sie mit der eingeritzten Hinweistafel auf der Tür übereinstimmen. Oh. Okay. La 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 la. War jetzt nicht sehr schwer. Das ist nichts. Gut, komm mal rein. Eine alte Uhr. Oh, ich mag solche alten Standuhren. Ich habe so eine alte Hängeuhr mit Gewichten. Die läuft aber leider nicht. Die habe ich von meinem Onkel und Tante, beide verstorben sind, ja geerbt. Aber leider will die nicht so richtig und ich weiß noch nicht, wieso. Und irgendwann muss ich mal mich dran setzen und die vorsichtig aufmachen und reinigen. Ich will auf keinen Fall was kaputt machen. Nur gute Uhrenmacher findet man heute fast gar nicht mehr. Apropos, mein Kaffee. Vielleicht werde ich da ein bisschen wacher wollen, weil das schon wieder langsam anfängt kalt zu werden. Ich habe eben noch ein kleines Außenreporter-Wolf-Video gemacht. Und da ist der Kaffee schon ein bisschen abgekühlt. Die Tür der Uhr ist abgeschlossen. Sie ist irgendwie mit dem Gewicht verbunden. Vielleicht kann ich es so öffnen. Okay. Ja, dann lass mich mal runter da. Einige der Uhrgewichte fehlen. Da, da, da. Okay, dann nehmen wir mal hier, Schreibtisch. Okay, so sieht mein Schreibtisch auch aus. Genauso unordentlich und chaotisch. Hey, komm, der Brief öffnen. Oh, da will nicht. Oh, die da, die Schildkröte bestimmt. Der Knobi. Das Schiffchen. Oh, Katze. Ich will die Katze. Nein! Oh, sie ist noch da. Okay.
ich habe da so oft drauf gedrückt, ich wollte die einfach haben. Die Schlange sieht verräterisch aus. Wahrscheinlich müssen wir auch hier wieder zweimal hin. Darum sollte ich vielleicht doch lieber gucken, bevor ich hier noch mehr durch die Gegend drücke. Ja, die Kanone sieht gut aus. Ah! Schlinge. Hier, das ist doch die Schlinge. Blümsche. Ein Blümchen. Das da ist ein halbes Blümchen. Ah, nee, Sonne brauchten wir, ne? Ah, das Porträt. Glühobst, habe ich da schon gesehen. Ein Knüppis. Das könnte ein Knüppis sein. Das ist ein Eierbecher. Ah, Knüppis. Taschenlampe. Da ist ein Tee. Was ist das denn hier? Ich weiß es nicht. Okay, das könnte jetzt zur Hand gehören. Tatsache, es gehört zur Hand. Klebstoff. Okay, wir sollen Klebstoff schnüffeln. Ah, hier sind noch ein paar Sachen drin, ne? Kann ich wieder zumachen? Okay, das ist gut gemacht, finde ich. Ja, Klebstoff. Okay, die unteren kriegen wir nicht auf. Die auch nicht, alles klar. Porträt und Knopf. Okay. Der sieht ja auch lustig aus. Hier nochmal reingucken. Ah, das ist das Porträt. Fehlt uns nur noch der Knopf. Das kann auch nicht sein. Das ist eine alte Zitrone. Was soll hier? Also ich hätte ja gesagt, dass das der Knopf ist, aber der ist es nicht. Das da? Ne, ist auch kein Knopf. Das ist eine Taschenlampe. Das ist ein Brieföffner. Ich habe jetzt nicht mal drauf gedrückt. Nachher ist es wirklich der Knopf. Okay, ich weiß jetzt echt nicht, was hier der Knopf sein soll. Der Gym-Knopf wahrscheinlich. Der versteckt sich hier irgendwo. Es muss ja hier jetzt auch sein, weil es ist ja nicht durchgestellt. Das kann nicht in der Schublade liegen. Das ist Rad. Oh. Da ist der Knopf. Ich habe jetzt bei Knopf eher so an Druckknopf gedacht. Klebstoff. Cool, was soll man damit machen? Das weiß ich nicht. Bei diesem Schallplattenspieler fehlt das Wichtigste. Die Schallplatte. Oh, will Musik hören? Ich glaube, wir uns fehlen Bücher. Scheinbar sind nicht alle Bücher in ihrem Platz. Und es sieht schon sehr verräterisch dahinter aus. Ich wette, hier ist irgendwo ein geheimes Versteck. Ach nee! Das man mit Hilfe der Bücher öffnen kann. Gut. Dann haben wir diesen Raum erstmal abgeklappert. Lieber mal in den nächsten. Es fehlt ein Rad. Leiter wird. Zweite Rolle. Gut, mal klar. Ohne Leiter komme ich da nicht heran. Man könnte ja auch auf die Leiter ohne Rollen sich oben draufstellen. Ist ja... man weiß ja nicht. Es geht hier um Leben und Tod. Und die Frau verschwendet ihre Zeit mit so einem Unsinn. Na, Hallöchen. Rosie. Cool. Ein Bärtotem. Das ist seltsam. Die Seiten sind leer. Da ist doch gar nichts in dem Buch. Vielleicht benötige ich eine besondere Art von Licht. Ah, da sind wir wahrscheinlich dran. Gut, ja, dann ist hier erstmal nichts mehr. Da gehe ich als letztes rein. Ich muss erstmal Strom anstellen im obersten Stock. Ja, heidelaus. Da ist eine Taschenlampe. Mystery Man. Wir haben einen Türknauf, wir haben einen Türknauf. Und außerdem möchte ich lieber in den Keller rein. Verzeihung. Folge den Kriminellen. Nö. Gute Idee immer. Besonders, wo wir eine Schusswaffe haben. Ja, Bild. Hinweis? Ich brauche den Code, um diese Safe... Ach, das ist ein Safe. Ich hätte gesagt, das ist zum Strom einschalten. Gut. Das ist ein Safe. Hätte ich nicht gedacht. Ha, das Gewicht. Subi. Ja, da brauchen wir bestimmt irgendwas, ne? Kann da irgendwie loswerden. Ja, Kette, so da. Da können wir aber hinein. Tun wir aber nicht. Ha!
Ich hab genau, ich habe mir gedacht, dass ihr alle jetzt euch freut. Hey, der geht jetzt bestimmt direkt hinterher und nöp. Nöppes. Ach Gott, wir brauchen noch drei. Warum nimmst du das eigentlich nicht mal mit, Madame? Beim letzten Mal, da habe ich 100 Pro drauf rumgeklickt. Muss alle Beweise einsammeln, ja. Hier, die ganzen Fotos, ne, und alles. Ja, komm, lass mich wieder raus. Oh Gott, für den Todesbrauch brauche ich auch drei. Okay. Na ja, jetzt haben wir schon mal zwei. Das ist doch schon mal ganz gut. Da sind wir. Ah, okay. Verworren, verworren hier. Da kommen wir auch noch hin, wenn wir endlich mal eine Kurbel finden. Die finden wir wahrscheinlich als letztes, da das Mädchen ist da halt auf dem See, damit es irgendwann ertrinkt. Wie die Mutter von unserem Unbekannten hier. Zwinker, zwinker. Und hier sollen wir nochmal reingucken. Ja, aber das tun wir jetzt in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Okami. Tschüss.